Könnte ganz lustig sein. Das Ei im Gesicht. Ja, ich muss ein bisschen mit den Kampfmarken rumprobieren. Ich meine, ich habe es jetzt eine Ewigkeit nicht mal gehabt. Also, ich wusste nichts von ihnen. Übrigens liebe ich das Tarngeräusch. Dumm. An irgendwie erinnere mich das Geräusch. Ich weiß noch nicht an welches. Vielleicht grind ich sogar zwischen den Aufnahmen ein bisschen Erfahrungspunkte. Einfach damit wir ein oder andere Level-Up noch haben. Wenn es wirklich mit Grinden funktioniert. Ich soll vielleicht mal rumschleichen. Weil... ja. Okay, der kann diesen Zug nichts machen, also haben wir unsere Ruhe. Fuck, es geht es nur einmal oder kann ich das auch öfters? Und das wäre ein bisschen heftig, wenn es jede Runde gehen würde, weil da könnte ich den Gegner einfach permanent leben. Ich kann jede Runde einen Gegner lähmen. Das ist geil. Ernsthaft. Wenn es kein Bossgegner ist, ist das extrem praktisch. Kann ich es auch wieder wie die Freiheitsstatue aussehen lassen. Weil es erfüllt den Zweck. Mensch, wieder so ein... Guck mal, wenn in die Fresse läuft, bin ich sauer. Anscheinend nicht. Ja, anscheinend war es jedermanns Idee, Halloween im Einkaufszentrum. Alle Drawbox und Süßigkeit waren zurückmelden, ab sofort abrücken. Oh, schau danach, ich hoffe nicht, es ist Gus von 605, der sich endlich meldet. Okay, wir können zurück. Ich habe zwar noch nicht alle Kinder gefunden, aber... das kann man ja auch nachholen. Ne? Was ich auch schön finde, ist, dass ich aktuell wirklich so aufnehmen kann, nicht Lust habe. Ich weiß nicht mal, wie lange ich gerade aufnehme, weil ich einfach nirgendwo etwas habe und ich die Folge einfach so auf der extern dann in Ordner unterteile, bis mir passt. Jetzt zum Beispiel Folge das, Folge das, Folge das, Folge das und dann passt es schon. Alle schön unterteilen, wenn es jetzt, was weiß ich, 40 Einzeldateien sind, werde ich es halt... ich könnte nichts machen. 40 Einzeldateien ist ein bisschen blöd zu teilen. In zwei wird es gehen, 20 für jedes. Aber 11 Minuten ist schon lange. 11 Minuten sind, glaube ich, 30 Minuten Aufnahme oder so. Muss ich jetzt mit dem Zug fahren? Ja. Der Riesenfund. Die haben ja alles aufgeräumt. Warum sind sie da die Süßigkeiten her? Experiment. Monster zu ziehen nach Hinweisen. Glukoseabhängige. Was? Wow, Wissenschaft liegt wirklich an dir, ne? Ja, danke. Du kannst das jetzt hier übernehmen, wenn du möchtest. Ich halt mal aus so noch meine Schwester. Ja. Für das Teammitglied, hopp, gibt's mir. Ich bin für das Teammitglied. Einfach was Cooles. Bist du in Sicherheit? Ja, mir geht's gut, glaube ich. Tut mir leid, dass ich dich mit deinem Kostüm lustig gemacht habe. Okay, du hast recht, mein Kostüm taugt irgendwie nichts. Wer ist dir Mitglied? Was das lächerlich ist, man ist voll drauf reingefallen, oder? Ja, du hast recht, die haben wirklich gedacht, dass ich eine Süßigkeit ich bin. Oh nein, Matt Xell kommt. Oh, guck, das ist der letzte, bringen wir die Süßigkeiten in den Bus und verschwinden von hier. Ihr Zuckerst ist ein Schleimbeutel. Ja, Herr Metzgel. Hey, du Mechaniker Mutant, wir bereiten deinen Süßigkeitenraub ein Ende, und zwar genau jetzt. Ja, ich glaube, der kommt gegen meine Süßigwarenraub an. Oh ja, aber ich warne dich, der Beweis wird gründlich geführt. Jetzt verhaltet sie auf, wenn ich den Rest der Süßigkeiten verlade. Verpatzt das nicht, sonst muss ich
Habt ihr Großknochen irgendwas? Nein, ich hab Großknochen, hört nur alles, was er sagt. Ich sage euch, dass ihr sie aufhalten sollt. Geile Schokobosch. Hab alles im Griff. Ich vermisse meinen Heiler. Bin ich jetzt eigentlich der Stück in der letzten Art Bosskampf, den ich noch ausrüsten wollte. Der Grenadier ist mir böse in Erinnerung, deswegen werde ich den mal lähmen für eine Runde. Wenn da noch einer steht, ist das übrigens echt fies. Mhm. Einer von denen war mein Schwager. Wirklich, welcher denn? Keine Ahnung, Schoboks sehen für mich alle gleich aus. Schön, jetzt habe ich doch noch einen Bosskampf oder was. Ich konnte nicht mal umrüsten, das ist gemein. Das ist garantiert nicht, das ist garantiert lähmimmun. Ganz egal was ihr macht, er kann mir überhaupt nichts anhaben. Ja, ich muss was tun, er wirft meinen bösen Blick zu. Ich glaube, er hat dem Roboter einen bösen Blick zugeworfen. Meteorlawine. Okay, aktuell ist die Ninja-Fähigkeit extrem praktisch, auch wenn sie anscheinend nur für ein einziges Mal gilt. Dann erwarte ich mir sogar, dass ich etwas wie der Ritter oder der Ninja dabei habe. Wenn ich sogar beide dabei hätte, könnte ich sogar zwei Gruppenmitglieder permanent schützen. Achso. Das Experiment, wegrennen, neues Kostüm suchen, was? Oder mich verschwinden lassen? Ich mir den Raketenhagel bereit habe, wenn jemand Neues kommt. Zufall? Wenn ich den Kampf noch überstehe ohne Heiler. Oh. Könnte eine enge Sache werden, ganz ehrlich. Vor allem, dass ich gegen den Angriff nichts machen konnte. Gut, gegen den konnte ich was, aber gegen den Wirbelangriff anscheinend nicht. Noch läuft das ja ganz gut. Auch wenn ich anderen es nicht schaffe, seinen blöden Angriff zu blocken. Nicht noch eine Phase. Danke. 3000 Erfahrungspunkte. Cool. Oh nein, die Süßwarenraum war der einzige Familie, ich je hatte. Wärst du so schön, vergreif dich nicht an meinen Süßigkeiten oder wirst abgelutscht. Ah, der war gut. Armselig, Großknochen hat mir seine besten Soldaten versprochen. Dann kommt alt von diesem Outsourcing. Gibt es etwas Widerliches an den Klang von lachenden Kindern? Es überrascht mich sehr, euch beide wieder zusammenzusehen. Ihr seid ja bloß all diesen schrecklichen, unverzeihlichen Sachen durchgekommen, den ich dir gesagt habe. Warte eine Sekunde. Das ist der von der grundsätzlichen Tor. Weil ich weiß, der stinkt, sie nervt. Ihr Kostüm ist peinlich. Eigentlich, dass sie nie geboren werden würde. Das ist total gemein. Mama hat recht, du warst nie mein bester Freund. Renn, lass mich erklären. Ich war so viel jünger, als ich das gesagt habe.
behalten, ihr Süßen. Kommt mit mir. Ja, ihr kommt alle mit mir. Da des Manns anscheinend nicht von Süßigkeiten unterscheiden könnt, werde ihr die Glückszüge mir helfen, nie wieder mein Zapper zu kommen. Ihr werdet die Gewichtsanforderungen mit meiner Süßigkeit in 0, nichts erreichen. Das ist so schnell. Ich bin nicht dick, das ist ein Kostüm. Der Text war zu schnell. Wo sind wir? Dorngestrüpp oder Dickicht, man findet normalerweise in ländlichen Gegenden. Beobachte ich meine, schau mal da. Wo ist Ren? Warum steckt mir ein billig Süßigkeitskostüm anstatt so einem tollen Kostüm? Wenn ihr so schrecklich Kostüme wecken, verbrennt sie. Ohne sie sind die Kinder machtlos. Ja, Drusilla. Und die anderen, das süchtig statt nach Süßigkeiten. Das ist so eine Seite halt vorm Rumreichen. Jetzt war's wieder zu schnell. Das ist ganz wirklich. Das einzige Kritik bisher ist manche Texte. Kurze Stellen, die ewig lang halten, und lange Stellen, die nur ganz kurz da sind. Müssen wir wieder rauskommen. Vielleicht dadurch? Es wird aussehen, Ersatzkostüme. Das bringt uns ernsthaft einen Nachteil gegenüber den Monstern. Komm Leute, wir müssen uns unseren echten Kostümen zurückholen. Wäre ein Anfang, wenn wir unsere echten Kostüme wieder hätten. Ah, die Kiste ist verdammt schwer. Schwer. Wir machen eine Pause. Pause. Ach, wusste ich's. Warum schreist du immer die Wörter, die ich zuletzt sage? Nun, ich habe die ganze Situation mit dem Großen noch nachgedacht. Ich spreche das Gefühl, dass wir genötigt werden, einen höchst unethischen Plan beizutragen. Ich vermute, das sind zynische Emotionen und lalalala. Ich habe Hunger. Hunger! Was sind die Monster, denen die Hexe befohlen hat, unsere Kostüme zu verbrennen? Sie haben unsere Kostüme. Aber wir brauchen die Kostüme, um sie zu bekämpfen. Das ist einfach ein faszinierendes Paradoxon. Wir suchen ein neues Kostüm bekommen und diese dann benutzen, um unsere Originale zurückzuholen. Gut, okay. Die Frage ist, woher nehmen wir nicht stehlen? Hi. Lass mich gefunden. Ja, alle Sex finden. Okay, wir wollen jetzt mal wieder Versteck spielen. Ja. Why not? Unser Hauptproblem ist, dass wir kein einziges Kostüm haben und gegen nichts kämpfen können. Sprich, wir brauchen mindestens eins. Wo finden wir eins? Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich zufällig die Karte, die du möchtest? Ne, gut. Ich habe da oben auf dem Berg eine Kiste gesehen. Vielleicht kriegen wir da wenigstens einen Teil eines Kostüms zusammen. Das ist jetzt nicht die Zeit, wo ich Kostüme... Oh, ich Süßigkeiten brauche. Ich brauche ein Kostüm. Hm. Oh, Geräusch von Mumien. Oh, ich bin eine Mumie. Oh. Hi. Zwei Kinder schon gefunden. Wo war das erste? Ach, das erste ist... Ah, das erste ist immer das Questgebende. Okay. Ich vermisse meinen Roboter. Und mein Ninja. Weil ich schnell laufen mag. Grüß dich. Hey, Kleine, möchtest du ein paar leckere Pommes kaufen? Deine Pommes duften lecker, aber wir sind gerade beschäftigt, ein Halloween-Kostüm zu suchen. Echt, ich habe ein Pommes-Kostüm, das ich für Werbezwecke gekauft habe, aber das ist mir zu klein. Perfekt, wir hätten gerne drei Kostüme. Also ich habe nur eins, aber ich leihe es euch, wenn ihr mir drei neuen Kunden bringt. Ihr dürft es behalten, ich gebe euch eine Eintrittskarte für den Kirmes. Hier, zieht das Pommes-Kostüm an und nutze die Lockfähigkeit mit leckerem Duft, um mir Kunden zu bringen. Hier finde ich es einmal in meinem Leben ein bedeutungsvoller Gewinn zu sein. Die Geräusche sind sehr interessant. Hm. Jetzt habe ich Hunger auf Pommes. Wenn ihr auch Hunger auf Pommes habt,
Yay, ich krieg meine Kostüme wieder. Wahnsinn! Helfen wir dem Fritz, damit er die Angriffskarte für den Kürbis bekommt. Erstmal Ninja, Robot und Pommes. Wahrscheinlich braucht er aber erstmal eher die Pommes, weil, naja. Hier ist schon die Brutzeln so schön. Das Geräusch klingt überhaupt nicht echt. Das war Sarkasmus, das klingt total echt. Das ist schlimm. Hi, grüß dich. Hey! Das ist außerdem eine seriöse Vogelscheuche. Ich hätte dich jetzt gerne verprügelt. Weilbaum. Ich werde Pommes essen, bis ich brechen muss! Das war schon mal ein Kunde. Brauchen wir noch zwei. Du hast nicht zufällig Lust auf Pommes. Ach, jetzt können wir auch mal gegen die Vögel kämpfen. Was zum Henker? Salzstück. Das klingt wie eine Spinne und das ist ziemlich uncool. Gut zu wissen, dass wenn ich jetzt wieder kämpfe und ich habe meinen Robot nicht. Das ist ziemlich uncool. Also ich habe meinen Ninja nicht auf der richtigen Person, so. Angriff ist blöd. Und er macht weniger Schaden als mein Ninja. Immerhin eingelähmt. Ist doch mal ein Anfang, ne? So, jetzt gucken wir mal den Salzsturm an. Was macht der jetzt? Ich meine, ich kann es garantiert irgendwo nachlesen, aber... Lähmt er die Gegner für die komplette Runde? Also das ist eine Krabbe von den Geräuschen her. Doch keine Spinne. Ein Burning Man. Hey Leute. Seht ihr, wie bist du noch auf Sand gekommen? Mein Papa hat mich abgesetzt. Er ist so aufgeregt. Er glaubt, ich campe mit euch Jungs. Oh, nett. Hat euch ein paar Marshmallows gegeben? Nein, aber ich habe ein paar Kampfmarken. Starker Gegenangriff bei erfolgreicher Verteidigung. Verdammtes Ei. Hohe Chance, freiwillig Angriff auszuweichen. TP. Verletzt Gegner schwer und lähmt ihn. Okay. Nehmen wir noch das und das war's. Selbst automatische Wiederbelebung nach einem Zug. Ein... Was? Wo ich eine Benji-Karte höre. Automatische Selbstwiederbelebung nach einem Zug. Ein Teil der GP wird wiederhergestellt. Heftig. Nehmen wir noch das. Was passt eigentlich? Wir versuchen jetzt erstmal die Pommes-Kiddies, weil... Da kann ich wieder das richtige Kostüm nehmen. Für... Everett. Ne, Reynolds heißt er. Ach, hier ist eine Pommesbude. Wahnsinn. Ich will meinen Ninja wieder ausrüsten. Ich finde ihn cool. Jetzt habe ich aber auch Lust auf Pommes. Das ist total schlimm. Die Pommeskrabbe.
Ich komme immer noch nicht drauf klar. Jetzt bin ich ein Gewinner! Ein Gewinner hier in der Angriffsrate. Jungs seid die Besten. Ich muss zugeben, dass ich dieses Pommes-Kostüm etwas skeptisch war, aber es ist der Wahnsinn. Was ich jetzt erstmal wichtiger mache, Ninja. Du bist der Robot. Was gebe ich dir? Ich gebe dir das. Ich bin damit zufrieden. Ne, nicht das. Ich wollte auf Q. Kubi Quest Menü. Dann will ich nicht auf Kostümmuster, sondern. Kampffähigkeit Salzsturm S. Salzsturm. Ich bin ja leider nicht dabei. Ich mach's mal so, weil es ein neues Kostüm ist und wir es noch nicht gesehen haben in großartigen Aktionen. Kriegt es Lucy. Anscheinend. Ich glaube, ich habe die Banshee vom Bosskampf bekommen. Das wäre logisch. Als Erklärung, jetzt ist die Frage, wie komme ich auf den Kirmes? Auf den Kirmes kommen Tuten. Welche über die Brücke? Das ist eine Kiste, aber keine Kirmes. 100 Süßigkeiten. Ganz ehrlich, ich kaufe mir irgendwie nicht die Fähigkeiten, die mir egal sind. Also das Selbstüberwindung ist extrem gut. Wenn ich mal merke, wann Bosskampf kommt, ne, dann werde ich es wahrscheinlich ausnutzen. Die Frage ist halt, wo ist der Kürbis? Kirmes. Nicht Kürbis. Nah dran, aber dennoch vorbei. Hi. Da ist der Kirmes. Wir haben jetzt alle Kostüme und anderes gerade, können wir rein? Also, das war doch nicht so schwer, oder? Ach, übrigens, das ist ein Riesenrad-Effekt. Nehmt dieses Tret-Kostümmuster, bevor ich mir das anders überlege. Trost-Kostümmuster. Oh, ein Vampir. Da seid ihr. Wer bist du? Ich bin viele, so eine hilfreiche Katze, ein geheimnisvolle Vogelscheuche. Aber in meiner wahrsten Gestalt bin ich einfach Dorian. Bescheiden, mystisch und wahrscheinlich magisch. Der Bruder von Dorsilia, der Hexe. Oha. Du, Dorsilias Bruder, du hast uns die ganze Zeit geholfen? Man ist ja in schlechte Gesellschaft geraten. Sie muss wieder zu Sinn gebracht werden. Aber ich darf nicht derjenige sein, der das macht. Warum? Weil sie echt böse ist und mir total Angst und ich total Angst vor ihr habe. Aber ich kann euch helfen, es zu tun. Ihr geht mich an die Spitze des Riedesrates, dort werdet ihr den Weg finden. Beeilt euch, es ist eine Frage der Zeit. Erstmal wird mich das neue Kostümmuster interessieren, was wir bekommen haben, nämlich das Trostkostümmuster, der Vampiro, der nirgendwo angezeigt wird. Ja, das ist der Vampir. Okay. Bin gespannt, wie der ist, wenn wir mal haben. Lass uns gehen. Bitte, ich hab Höhenangst. Siehst du, ich hab doch gesagt, die Menschen sind voller Süßigkeiten. Das ist recht, ich schulde wohl eine Umarmung. Hey, lass diese Typen runter. Ah, das sind die Kinder, von denen Jusliel geredet hat. Wir dürfen sie nicht aufs Riesenrad lassen. Der Sperrmeister, der klingt für mich böse. Boss! Ich wollte Space drücken. Space!
Wunderbar. Eine Pommeskrabbe. Sehr interessant übrigens. Wir hätten auch früher drauf kommen können, dass es keine Spinne darstellen soll, sondern eine Krabbe. Es macht keinen Meter Schaden. Aber es lähmt, okay. So gut ist es nicht, wenn es nur lähmt. Weil bis ich dazu komme, sind die Gegner aktuell tot. Vielleicht kannst du auch Bosse lähmen für einen Zug. Das wäre dann sinnvoll. Das ist das Timing echt egal. Yay! Das wird das Apfeltauchspiel, aber das mag ich jetzt gerade nicht machen. Wäre das eine Kanone? Okay. Also, wir haben ein neues Areal zu erforschen, aber da mache ich persönlich das nächste Mal weiter. Ich habe jetzt lang genug aufgenommen, denke ich, für mich. Ich werde jetzt mal schauen, wie lang das die Aufnahmesession war. Also, es hat mir eine Freude gemacht, für euch zu spielen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Costume Quest. Bis zum nächsten Mal!